Jedes Mal, wenn ein Passagier ein Flugzeug betritt, vertraut er den Fähigkeiten der Piloten. Jedes Mal, wenn die Piloten das Cockpit betreten, vertrauen sie auf die Computer. Es ist eine komplizierte Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Doch wenn diese Beziehung nicht hundertprozentig funktioniert, kann sie zu einer Katastrophe führen. Wir überschlagen uns! Wir wussten nicht, ob wir leben oder sterben würden. Autopilot! Entscheidungen über Leben und Tod müssen innerhalb eines Augenblicks getroffen werden. Unentschlossenheit kann Passagiere und Crew töten. In der heutigen Zeit ist das Fliegen eine sehr komplexe Aufgabe. Und im Notfall ist immer der Pilot der Verantwortliche. Und wenn dann der schlimmste Fall eintritt, lautet die Frage, wer fliegt die Maschine eigentlich? Es ist morgens, kurz nach 8:30 in Sanford, Florida. Diese Pilotenschüler betreten das Trainingsgelände. Ihre heutige Lektion, die Cirrus SR-20. Das ist ein etwas neueres Modell. Das können wir bereits an den Lichtern an den Tragflächenenden, den Positionslichtern, erkennen. Jedes Jahr schreiben sich an der Delta Connection Academy Pilotenschüler ein, in der Hoffnung, später einmal selbst als Piloten für die großen Fluglinien zu arbeiten. Ihr Leben und später auch das Leben der Passagiere, die sie befördern, hängt davon ab, wie gut sie die Maschine kennen, die sie steuern. Hier auf dieser Seite sehen Sie den Propellerregler. Die meisten Studenten kommen zu uns und haben erst sehr wenige oder gar keine Flugstunden. Doch nach Abschluss unserer Ausbildung sollten sie so weit sein, dass wir sie an eine regionale Luftlinie vermitteln können. Diese Tragflächenenden sollen den Luftwiderstand möglichst gering halten. Die Pilotenschüler beginnen mit einer kleineren Maschine. In den kommenden Jahren werden sie sich auch mit den großen Passagier- und Transportflugzeugen beschäftigen, die mit der neuesten Technik ausgestattet sind. Zur Zeit der Gebrüder Wright war noch nichts automatisiert, sondern alles musste mit reiner Muskelkraft betrieben werden, abgesehen von einem kleinen Verbrennungsmotor. Die Tragflächen, das Höhenleitwerk und die Seitenruder konnten sie nur manuell bewegen. Doch in den vergangenen 100 Jahren hat die Technik das Fliegen revolutioniert. Die Piloten teilen sich das Cockpit mit automatisierten Computersystemen, die praktisch jeden Aspekt des Fluges kontrollieren. Die können einfach alles, bis hin zur Landung. Der Autopilot und die automatisierten Systeme sollen Hilfswerkzeuge für den Piloten sein, ihn aber nicht ersetzen. Das ist eine schwierige Lektion für die Pilotenschüler. Ein sicherer Flug ist immer ein ausgeglichenes Verhältnis von Automatisierung und menschlichen Fertigkeiten. Wenn der Pilot einen Fehler macht oder ein Instrument eine Fehlfunktion hat, dann können sich diese fliegenden Computer in tödliche Maschinen verwandeln, die niemand mehr kontrollieren kann. Lima, Peru, 2. Oktober 1996. Flug 603 der Aero Peru bereitet sich auf die Reise nach Santiago de Chile vor. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine 4 Jahre alte Boeing 757. Ein hochentwickeltes Düsenflugzeug, bekannt für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die 757 wird von 2 der besten Piloten der Fluglinie gesteuert. Captain Eric Shriver und seinem ersten Offizier David Fernandez. An Bord befinden sich 61 Passagiere und 9 Crewmitglieder. Die Maschine gehört zu einer neuen computergesteuerten Flugzeugart, bei der die Piloten darauf geschult werden, sich auf das zentrale Bordsystem zu verlassen. Dieses System soll mechanische und menschliche Fehler minimieren. Fahrwerk? Doch kurz nach dem Start treten bei dem Flug erste Probleme auf. Der Höhenmesser klemmt. Der Höhenmesser gibt die Höhe an, in der die Maschine über dem Erdboden fliegt. Doch obwohl sich Flug 603 in der Luft befindet, zeigt der Höhenmesser 0 an. Das ist neu. Halte V2 plus 10.
Die 757 besitzt drei Höhenmesser. Einen für den Piloten, einen für den Co-Piloten und einen weiteren als Sicherheit. Doch alle drei scheinen ausgefallen zu sein. Während die Piloten versuchen, dieses Problem zu lösen, werden sie mit einem weiteren konfrontiert. Auch der Geschwindigkeitsmesser fällt aus. Geschwindigkeit? Bitte? Geschwindigkeit. Seltsam. Wir steigen nicht. Wir steigen, aber wie ist die Geschwindigkeit? Warte, Geschwindigkeit beibehalten. Die vielen Warnmeldungen verwirren Captain Shriver. Er entscheidet sich zur vorzeitigen Landung. Lima Tower, Aero Peru 603. Wir haben einen Notfall. Aero Peru 603, Lima. Notfall. Wir haben die wichtigsten Steuerelemente verloren. Keinen Höhenmesser, keinen Geschwindigkeitsmesser. Das ist ein Notfall. Erschwert wird die bestehende Situation durch die Flugbedingungen. Es ist Nacht, sie fliegen über dem offenen Meer und haben keine visuellen Bezugspunkte. Weil sich die Piloten jetzt auch nicht mehr auf ihre Instrumente verlassen können, fliegen sie praktisch blind. Man konnte die Maschine noch kontrollieren. Sie hätten zuerst herausfinden müssen, was da falsch lief. Es ist natürlich leicht, im Nachhinein zu sagen, wie sich die Piloten in dieser Situation hätten verhalten sollen. Aber mitten in der Nacht, im Dunkeln, überall gehen Warnleuchten und Warnsignale an. Und da sollen sie die widersprüchlichen Alarme auswerten. Die Piloten sind jetzt abhängig von den Informationen, die sie vom Boden bekommen. Können Sie uns bitte unsere Geschwindigkeit durchgeben, wenn Sie uns auf dem Radar haben? Ja, positiv. Vor 10 Sekunden sind Sie scheinbar auf 6000 gestiegen, bei 2,2 Meilen Süd mit Kurs 195. Okay, das haben wir. Wir sind auf Kurs 190 und der Höhenmesser zeigt 7000 Fuß. Ja, korrekt. Sie sind jetzt auf 7000. Doch das Problem im Cockpit spitzt sich zu. Die Systeme warnen, dass sie die zulässige Geschwindigkeit überschreiten. Maximalgeschwindigkeit. Sie sind zu schnell. Bremsklappen ausfahren. Die Crew wird vor einem drohenden Strömungsabriss gewarnt. Und dann... Was ist denn da los? Wir sind zu tief. Wir haben Bodenalarm. Bodenalarm! Der Bodenalarm warnt die Piloten davor, dass sie gefährlich tief fliegen. Flughöhe 10.000 über der Meeresoberfläche. Es gibt einfach keine Checkliste für den Fall, dass 7 oder 8 Warnleuchten angehen. Und sie haben sie nicht wieder ausbekommen. Ihre Flughöhe ist 9.700. 9.700? Ja, korrekt. Haben Sie irgendeinen sichtbaren Bezugspunkt? 9.700? Aber es zeigt an, wir wären zu tief. Sind Sie sicher, dass Sie uns bei 50 Meilen auf dem Radar haben? Die Crew wird mit widersprüchlichen Warnmeldungen regelrecht bombardiert. Sie weiß nicht, wem sie vertrauen soll. Doch plötzlich erkennen die Piloten die schreckliche Wahrheit. Wir schlagen gleich auf dem Wasser auf. Zieh sie hoch! Sie befinden sich nur wenige Meter über dem Wasser. Wir überschlagen uns! Aero Peru 603, Lima. Es gibt keine Überlebenden von Flug 603. Und alles nur, weil der Bordcomputer nicht richtig funktionierte. Bei der Suche im Pazifik finden die Ermittler schnell die Blackboxes. Es war eindeutig, dass sie ein Problem mit den Höhenmessern und der Geschwindigkeit hatten. Bei einer 757 misst ein Pitot-Statiksystem die Höhe und Geschwindigkeit. Statische Sonden messen den Luftdruck. Das System berechnet die notwendigen Daten und leitet sie an die Anzeigetafeln weiter. Doch die Wrackteile decken auf, dass die Sensoren der Maschine mit Klebeband abgedeckt wurden. Die Frage, wie das Klebeband dorthin kam, führt die Flugunfallermittler zu der Bodencrew vom Flughafen von Lima.
Kurz bevor Aero Peru 603 in Lima abhob, hatte das Wartungspersonal das Flugzeug gesäubert. Ein Mechaniker hatte die Sensoren mit Klebeband geschützt. Das ist eine Standardprozedur. Doch als die Wartung abgeschlossen war, hatte der Mechaniker schlichtweg vergessen, das Klebeband wieder zu entfernen. Ein kleines Versehen mit einem schrecklichen Ausgang. Der Kontrolleur, der das eigentlich überprüfen sollte, hatte das einfach nicht getan. Und der direkte Vorgesetzte war in dieser Nacht nicht anwesend, er war krank. Deshalb musste ein ganz normaler Mechaniker seine Aufgabe übernehmen. Und er hat es nicht gesehen. In diesem Fall hat der Kapitän vor dem Flug noch einmal alles kontrolliert. Er ging einmal um das ganze Flugzeug herum, um genau nach so etwas zu schauen. Aber auch er hat es nicht bemerkt. Ja, korrekt. Sie sind jetzt auf 7000. Die blockierten Sensoren erklären auch, weshalb der Fluglotse der Crew sagte, sie wären auf 7000 Fuß. Die Bezugsdaten für die Flughöhe werden nicht vom Bodenradar geliefert, sondern ergeben sich aus dem Bordsystem. Auf einer Höhe von 7000 Fuß begann die Maschine langsam zu sinken. Doch das Bordsystem hat das nicht erkannt. Und der Fluglotse hatte keinen Grund, an der Höhe zu zweifeln, die ihm sein System anzeigte. Mit widersprüchlichen Angaben der Instrumente wusste die Besatzung nicht, wem sie vertrauen sollte und war damit verloren. Sie wusste nicht, wo sie sich befand, wie hoch sie flog und wie schnell sie war. Wir schlagen gleich auf dem Wasser auf. Zieh sie hoch! Steigen! Steigen, Aero Peru 603! Ziehen Sie hoch! Der Absturz von Aero Peru war eine tödliche Lektion. Dieser Absturz lehrte die Luftfahrtindustrie, wie abhängig die Piloten von den automatisierten Flugsystemen geworden sind und wie hilflos sie werden, wenn diese Systeme versagen. Die Pilotenschüler müssen die komplexe Technik im Inneren ihrer Maschinen verstehen. Wenn etwas schief geht, müssen sie wissen, wer die Kontrolle hat. Denn auch ein äußerst erfahrener Pilot kann sich zu sehr auf seine Instrumente verlassen. Und wenn er dies tut, lässt die Katastrophe nicht lange auf sich warten. Okay, meine Herren, heute üben wir abgebrochene Starts. Das sind Triebwerksbrände, Triebwerksausfälle und Verlust der Seitenruder. In der Flugschule von Delta Connection in Sanford, Florida, sehen sich die Studenten den schlimmsten Szenarien gegenüber in der sicheren Umgebung des Flugsimulators. Jeder Pilot muss theoretisch wissen, wie er mit Problemen umgeht, die er praktisch vielleicht nie bewältigen muss. In meinem Kurs arbeiten sie als Crew zusammen und verbringen 26 Stunden am Simulator, 13 Stunden auf jedem Platz. In der Simulation kann man ihnen immer wieder Probleme zeigen, die man in der Luft nicht demonstrieren kann. Und wenn man sich dann tatsächlich einmal in einer Notsituation befindet, ist es schon fast Routine. Okay, Connection 500, Sie sind startklar. Startklar, Startbahn 4, Connection 500. Kurz nach dem Start werden die Schüler mit einem Notfall konfrontiert. Der Öldruck des linken Triebwerks? Wenn eine solche Warnleuchte aufblinkt, dann schalten Sie sie nicht einfach aus. Machen Sie weiter und bestätigen Sie die Warnmeldung. Okay, Öldruck, linkes Triebwerk. Ich übernehme die Steuerelemente und Funkgeräte. Du gehst die Checkliste durch. Sie gehen die Situation immer und immer wieder durch. Denn wenn Sie in der Luft überleben wollen, müssen Sie erst einmal am Simulator alles richtig machen. In einem realen Cockpit kann schon eine kleine Unstimmigkeit zu einem verzweifelten Kampf um die Kontrolle des Flugzeugs führen. 19. Februar 1985. China Airlines Flug 006 taumelt in der Luft. Captain, keine Reaktion! Geschwindigkeit 80 Knoten. Ein Triebwerk ist ausgefallen. Keine Reaktion! Die Anzeigen der Instrumente ergeben scheinbar keinen Sinn. Die Leute wurden herumgeschleudert, wurden gegen die Decke geschleudert. Wir wussten nicht, ob wir leben oder sterben würden. Die 747 fällt mehr als 10 Kilometer in 2 Minuten. Die Piloten können die Maschine kaum in der Luft halten. Dieses Flugzeug war außer Kontrolle geraten. Es wird abstürzen. Das Flugzeug rast im Sturzflug Richtung Pazifik.
Doch dann, kurz vor dem Aufschlag, erlangt die Crew die Kontrolle zurück. Oakland Center, hier Dynasty 006. Wir rufen einen Notfall aus. Dynasty 006, Oakland Center. Alles klar. Sinkflug nach Ermessen des Piloten. Nachdem sie diesen schrecklichen Beinahe-Absturz überlebt haben, legt Captain Min Yuan Ho eine Landung wie aus dem Lehrbuch hin. Ich dachte, er wäre ein Held. Er hat uns das Leben gerettet. Alles war gut. 24 Passagiere erleiden kleinere Verletzungen. Ein Crewmitglied muss ins Krankenhaus, wird aber bald darauf wieder entlassen. Doch die 747 sieht aus, als wäre sie durch ein Kriegsgebiet geflogen. Teile der Heckflosse waren abgerissen, als ob sie einen Tornado getroffen hätte oder ein Kran große Teile herausgerissen hätte. Die Flugunfallermittler finden schnell heraus, dass der Schaden am Flugzeug nicht die Ursache für die Probleme war, sondern erst während des unkontrollierten Höhenverlustes auftrat. Sie arbeiten sich durch Wartungsberichte und Flugaufzeichnungen. So wollen sie die Ursache dieser beinahe Katastrophe herausfinden. Im Flugzeug finden die Ermittler ein abgenutztes Ventil. Das weist direkt auf den Ausfall des vierten Triebwerks hin. Aber das war nicht die Ursache für den unkontrollierten Sturz des Flugzeugs. Triebwerk 4 ist aus. Der Schubkraftverlust bei einem Flugzeug mit vier Triebwerken ist eher ein kleineres Problem. Aber es ist ein Problem, mit dem man sich befassen muss. Ich glaube nicht, dass ich müde war. Der Captain erklärt den Ermittlern, dass er den Autopilot fliegen ließ, während sich die Crew mit dem fehlerhaften Triebwerk beschäftigte. Doch bei dieser 747 kontrolliert der Autopilot nicht die Seitenruder. Autopiloten sind so programmiert, dass sie die Fluglage ausbalancieren sollen. Das System versucht, auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Der Triebwerksausfall verringerte die Schubkraft auf der linken Seite. China Airlines Flug 006 drehte langsam nach rechts ab. Der Autopilot wollte die leichte Rechtskurve ausgleichen und fuhr die Bremsklappen aus. Doch dafür waren die Bremsklappen nicht geeignet. Die Maschine drehte sich weiter. Er hätte die Rechtsdrehung mit den Seitenrudern ausgleichen müssen. Vielleicht hat er vergessen, dass der Autopilot die Seitenruder gar nicht bedienen kann. Vielleicht dachte er auch, dass der Autopilot das Flugzeug genauso wie ein menschlicher Pilot fliegen kann. Doch das ist nicht so. Captain Ho beschäftigt sich mit der Fehlfunktion des Triebwerks. Der Autopilot hat die volle Kontrolle über die Maschine. Doch ohne die Seitenruder können die Bremsklappen nicht die Flugbahn halten. Das Flugzeug dreht immer weiter nach rechts. Die Maschine wurde langsamer. Und letztendlich entstanden die Probleme nur durch diesen kleinen Fehler des Piloten, dass er das linke Seitenruder nicht betätigte. Wir neigen uns nach rechts. Geschwindigkeit 230. Die zunehmenden Probleme zwingen den Captain dazu, wieder selbst die Kontrolle über die Maschine zu übernehmen. Wir neigen uns nach rechts. Ich schalte den Autopiloten aus. Doch ohne den Autopiloten eskaliert die Situation. Die Bremsklappen kontrollieren nicht mehr die Neigung des Flugzeugs. Die Maschine überschlägt sich. Sie fällt in eine dichte Wolkendecke und Captain Ho verliert die Orientierung. Die Besatzung hat keinen visuellen Bezugspunkt mehr. Sie weiß nicht, wo unten und oben ist. Jetzt ist sie vollkommen abhängig von den Angaben des künstlichen Horizonts, dem ADI. Ich habe den ADI verloren. Die ADIs versagen. Angaben außerhalb der Grenzwerte. Doch die Instrumente hatten keine Fehlfunktion. Sie zeigten der Crew nur die unglaubliche Wahrheit an. Die Maschine fiel in Richtung Pazifik. Sie glaubten einfach nicht, was sie da sahen. Sie glaubten, sie hätten ihren künstlichen Horizont verloren. Doch das war nicht der Fall. Und die Maschine vollführte ein regelrechtes Kunstflugmanöver. Die Flugbegleiterinnen und alle anderen, die nicht angeschnallt waren, flogen durch die Luft.
Erst als die Maschine aus den Wolken herauskommt, gelingt es Captain Ho, die Kontrolle über sein Flugzeug wiederzuerlangen. Ich sehe den Horizont. Jetzt hat er einen sichtbaren Bezugspunkt. Als Captain Ho endlich wieder die Kontrolle hatte, war es fast schon zu spät. Der beinahe Absturz zeigt ganz klar, dass sich Piloten nie vollständig auf ihre Computer verlassen dürfen. Die Automatisierung ersetzt die Piloten. Die Piloten sind nicht mehr diejenigen, die die Maschine kontrollieren und überwachen, sondern die Computer. Eigentlich sitzt man nur da, verschränkt die Arme. Und das über mehrere Stunden. Es ist verständlich, dass die Menschen da abschalten. Doch welche Fehler die Crew auch immer machte, die entscheidende Aufgabe erfüllte sie erfolgreich. Eigentlich haben sie nur eine Sache richtig gemacht. Sie haben das Flugzeug gerettet. Das ist das Einzige, was man richtig machen muss. Man muss das Flugzeug und die Passagiere retten. Und das haben sie getan. Die Pilotenschüler üben Notfälle immer und immer wieder, damit sie in einer echten Notsituation richtig handeln. Die Automatisierung soll sie vor allem bei Langstreckenflügen unterstützen. Doch wenn eine Crew nicht genau weiß, wie ihr Flugzeug funktioniert, gerät sie schnell in eine Falle, aus der sie nicht wieder herauskommt. Autopilot an. Autopilot an. 10 Jahre nach dem Unglück des China Airlines Fluges wird die Crew eines anderen Flugzeugs durch einen noch komplizierteren Autopiloten verwirrt. Doch ihr gelingt es nicht rechtzeitig, die Kontrolle wiederzuerlangen. März 1994, Sibirien. Suchmannschaften durchkämmen die Überreste des Russian International Airlines Flugs 593. Alle 75 Menschen an Bord sind bei dem Absturz umgekommen. Das Flugzeug war eines der neuesten der Fluglinie, ein Airbus A310. Die Flugunfallermittler hören sich die Aufzeichnungen des Stimmenrekorders an. Sie sind entsetzt über das, was sie hören. Kinderstimmen im Cockpit. Die Ermittler sind fassungslos, als sie begreifen, dass diese Kinder das Flugzeug steuerten. Bei den Kindern handelte es sich um den Sohn und die Tochter des Captain Jaroslav Kudrinsky. Die Ermittler beginnen, eine schier unglaubliche Geschichte zu rekonstruieren. Am Abend des 22. März 1994 startet Flug 593 seine 10-stündige Reise nach Hongkong. Ich glaube, das wird ein ruhiger Flug. Einige Stunden nach dem Start fliegt die Maschine mit dem Autopiloten. An Bord befinden sich 2 Kinder auf ihrem ersten internationalen Flug, Jana und Elda Kudrinsky. Ein Freund der Familie und Kollege des Vaters begleitet die Kinder ins Cockpit, um ihren Vater zu besuchen. Hallo Papa. Das ist mein Co-Pilot Igor Piskaryov. Das ist der Anfang einer Kette tödlicher Ereignisse. Was haltet ihr von unserem neuen Flugzeug? Es ist toll. Es ist Wahnsinn. Flug 593 befindet sich jetzt mehr als 3000 Kilometer östlich von Moskau, fast genau über der Mitte Sibiriens. Captain Kudrinsky wiegt sich in Sicherheit, weil der Autopilot die Kontrolle innehat. Deshalb dürfen seine Kinder im Pilotensitz Platz nehmen und das Steuer anfassen. Anders als bei der 747 von China Airlines kann dieser weiterentwickelte Autopilot jeden Teil des Flugzeugs kontrollieren, auch die Seitenruder. Als Elda jedoch etwas zu heftig am Steuerknüppel drückt, schaltet sich eine Funktion des Autopiloten aus. Elda kontrolliert jetzt die Bremsklappen der Maschine manuell. Zuerst noch unbemerkt beginnt das Flugzeug abzudrehen. Keiner im Flugzeug reagiert auf diese kleine Kursabweichung. Und die Maschine ist so konstruiert, dass die nahende Katastrophe nicht früh genug erkannt werden kann.
Eine weitere Besonderheit dieser Maschine ist das fehlende Warnsignal, dass der Autopilot ausgeschaltet wurde. Andere russische Flugzeuge haben für solche Fälle ein akustisches Warnsignal. Der Autopilot kontrolliert allerdings noch die anderen Funktionen des Flugzeugs. Elda kann nur die Bremsklappen steuern. Doch das reicht aus, um den Kurs der Maschine zu verändern. Nur wenige Augenblicke später neigt sich die Maschine um 45 Grad. Die G-Kräfte wirken dabei so stark, dass jeder in seinen Sitz gepresst wird. Die starken G-Kräfte erschweren es dem Kapitän, den Steuerknüppel zu erreichen. Okay, festhalten. Halt den Steuerknüppel fest. Elda ist der Einzige, der beide Hände am Steuerknüppel hat. Die G-Kräfte drücken aber auch ihn in den Sitz. Andersrum. Dreh nach links. Nach links? Ich drehe nach links. Okay, weg da. Aber Elda kann nicht weg. Sein Körper fühlt sich doppelt so schwer an wie sein normales Gewicht. Plötzlich geht ein Alarm los. Der Autopilot schaltet sich ab. Wenn die Maschine in eine solch extreme Schräglage gerät, ist der Autopilot darauf programmiert, sich komplett abzuschalten. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, mit der die Piloten wieder die volle Kontrolle über das Flugzeug bekommen. Doch in diesem Fall sitzt ein Jugendlicher auf dem Pilotensitz. Das Flugzeug stürzt in Richtung Boden. Dreh sie nach links, da ist schon der Boden. Das Flugzeug fällt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, mit mehr als 200 Metern pro Sekunde. Für die Passagiere fühlt es sich so an, als würden sie in einem Fahrstuhl ungebremst nach unten stürzen. Weg da, weg da! Captain Kudrinsky kämpft sich zurück auf den Pilotensitz. Aber für die Rettung von Flug 593 ist es bereits zu spät. Wie schon bei dem China Airlines Flug mehr als 10 Jahre zuvor, verwirrte der Autopilot auch die russische Crew. Doch in diesem Fall schaffte sie es nicht, die Kontrolle rechtzeitig wiederzubekommen. Und diesmal begann das Unglück nicht mit einem technischen Problem, sondern mit der Entscheidung eines erfahrenen Piloten. So etwas habe ich nie zuvor oder danach gehört. Das war sehr unprofessionell vom Kapitän. Auch der Co-Pilot war in gewisser Weise verantwortlich, da er nicht sofort widersprochen hat. Sie haben eine unqualifizierte Person auf dem Pilotensitz eines Passagierflugzeuges gelassen. Das geht einfach nicht. Erschwerend kam hinzu, dass die Besatzung ihre Computersysteme nicht ausreichend kannte. Es ging von alleine. 10 Jahre später wird ein anderer, erfahrener Pilot durch seine Instrumentenanzeigen verwirrt. Doch dieses Mal wird die Situation noch durch ein häufig auftretendes Phänomen kompliziert, was die Piloten eigentlich ignorieren sollen. Paul Morrow ist Ausbilder an der Delta Connection Academy in Florida. Er soll die Schüler in eine äußerst unangenehme Situation bringen und ihnen anschließend zeigen, wie sie trotzdem sicher landen. Wir zeigen einem Schüler oder irgendeinem Piloten, wie man das Flugzeug aus einer ungewöhnlichen Flugzeuglage herausbekommt oder wie man mit einer Störung umgeht, wie Strömungsturbulenzen, Scherwinde, unvorhersehbare Strömungsabrisse. Wir fliegen im Tiefflug bis zum Ende der Landebahn. Dann auf dem halben Weg nach unten brechen wir ab und zeigen ihnen, wie schnell man die Nase der Maschine wieder nach oben ziehen kann. Im ersten Moment des Hochziehens spürt man die maximale G-Kraft der Kurve. Wir erreichen etwa 6,6 G. 6 G bedeutet das Sechsfache des normalen Körpergewichts. Und ich wiege etwa 100 Kilo. Und in diesem Moment erscheint mein Gewicht dann wie 600. Man hat das Gefühl, der komplette Körper wird gequetscht und das Gesicht würde sich verschieben. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es lustig.
Mit einem Fluglehrer an ihrer Seite lernen die Pilotenschüler, wie sie mit dieser riesigen körperlichen Belastung umgehen müssen, die sie verwirrt und durcheinander bringt. Piloten müssen diese Belastung überwinden und sogar ignorieren. Denn wenn sie auf das vertrauen, was ihnen der eigene Körper sagt, kann es tödliche Folgen haben. Januar 2004. Ein Charterflug von Flash Airlines bereitet sich auf den Abflug vor, vom bekannten Touristenort Sharm el-Sheikh, Ägypten. 148 Menschen befinden sich an Bord. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Namen von Captain Kader und seiner Crew heißen wir Sie recht herzlich willkommen an Bord der Boeing 737-300 der Flash Airlines. Der Captain ist der 53 Jahre alte Abdullah Kader, ein ehemaliger Offizier der ägyptischen Luftwaffe. Der erfahrene Pilot hat bereits mehr als 7000 Flugstunden absolviert. Der Himmel ist klar. Kurz vor Sonnenaufgang heben Captain Kader und seine Crew problemlos ab. Sie fliegen manuell, der Autopilot ist noch nicht eingeschaltet. Doch noch während des Steigflugs gerät der ganze Flugplan durcheinander. Wir drehen nach rechts, Sir. Bitte? Das Flugzeug dreht nach rechts ab. Dreht nach rechts? Wie dreht nach rechts? Sie überdreht. Autopilot! Autopilot hat das Steuer. Autopilot! Autopilot! Kein Autopilot, Kapitän. Oh mein Gott! Die Sonne ist aufgegangen und mit ihr die Gewissheit, dass niemand diesen schrecklichen Unfall überlebt hat. Das Flugzeug hatte gerade erst abgehoben und ist gleich darauf abgestürzt. Das war sehr eigenartig. Französische und amerikanische Flugunfallermittler unterstützen die ägyptischen Behörden bei der Suche nach der Ursache. Es dauert ganze 2 Wochen, bis endlich der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber gefunden werden. Die Ermittler ziehen alle möglichen Unglücksursachen in Betracht, auch ein Schwindelgefühl beim Kapitän. Schwindel wird durch den Gleichgewichtssinn im Innenohr verursacht. Über dem dunklen Ozean, ohne festen und sichtbaren Bezugspunkt, ohne Lichter am Boden, nimmt ein Pilot vielleicht nicht wahr, ob er nach oben oder unten, nach rechts oder links fliegt. Wenn sich dann die Flüssigkeit im Innenohr bewegt oder er den Kopf neigt, kann der Pilot glauben, dass das Flugzeug weiter geradeaus fliegt, obwohl sich die Maschine dreht. Roger, Inshallah. Nach links auf Kurs 306. Chambia. Als sich die Maschine über dem Roten Meer befand, kam sie ganz langsam vom Kurs ab. Aber der Pilot sagte nichts. Es schien, als würde er die Abweichung vom Kurs gar nicht bemerken. In dieser Flugphase hat man eine ganze Menge zu tun. Dazu kommen die äußeren Umstände. Man erkennt nichts, weil kein Mond scheint. An dieser Stelle muss man sich eingestehen, vor allem als erfahrener Pilot, dass man in dieser Situation schnell die Orientierung verlieren kann. Was genau der Kapitän wahrgenommen hat, wissen die Ermittler nicht. Doch sie wissen, dass sein Steuerknüppel langsam nach rechts drehte. Wir drehen nach rechts, Sir. Hä? Das Flugzeug dreht nach rechts ab. Wie dreht nach rechts? Während man das Flugzeug fliegt und die neue Information verarbeitet, geht im Kopf alles durcheinander. Denn man hat eine konkrete Vorstellung von der Situation und dann sagt einem der Co-Pilot etwas vollkommen anderes. Die Ermittler finden heraus, dass es Captain Kader trotz der vielen widersprüchlichen Informationen fast schaffte,
die Kontrolle über die Maschine zurückzubekommen. Man konnte erkennen, dass der Pilot versucht hatte, den Kurs zu korrigieren, als die Maschine in Richtung Küste abdreht. Die Lichter am Ufer zeigten dem Piloten dann ganz deutlich, wie hoch sie flogen. Genau in diesem Moment begannen sie, den Kurs zu korrigieren. Doch leider reichte die Zeit nicht mehr aus, um das Flugzeug zu retten. Das eigentlich Tragische besteht darin, dass Captain Kader alle notwendigen Informationen zur Rettung der Maschine genau vor sich hatte. Am wichtigsten bei räumlicher Desorientierung oder Schwindel ist absolutes Vertrauen in die Instrumente, denn die wissen, was passiert. Was immer man auch fühlt, es ist nur eine körperliche Einschränkung. Vertraue den Instrumenten. Das ist eine Lektion, die man in der Delta Connection Academy immer wieder predigt. Brian Patricia ist einer von vielen Schülern hier, die irgendwann einmal die großen Passagiermaschinen fliegen wollen. Ein Ziel, von dem er noch viele Jahre entfernt ist. Ich werde noch mindestens 5 Jahre bei einer regionalen Fluglinie arbeiten müssen, bevor ich zu einer großen kann. Das ist eine typische Laufbahn. Die älteren Crewmitglieder auf den internationalen Flügen haben oft tausende Flugstunden absolviert. Aber alle haben einmal bei Null anfangen müssen. Es gibt da eine alte Weisheit, die besagt, ab dem Moment, wo du das Gefühl hast, du lernst beim Fliegen nicht mehr dazu, hör auf damit, denn dann kann es zu Unfällen kommen. Ständige Übung ist ein wichtiger Bestandteil für maximale Sicherheit. Fliegen ist heute nur deshalb so sicher, weil es so viele Trainingsflüge für die Piloten gibt, die den realen Bedingungen so ähnlich sind. Sich auf seine Instrumente zu verlassen, dem Computer zu vertrauen. Das sind die ersten Lektionen in der Pilotenausbildung. Den Zündschlüssel einstecken, schauen, dass sich nichts und niemand am Propeller befindet und dann starten. Jeder sichere Flug, angefangen von einem kleinen Flugzeug bis hin zu den Jumbojets, braucht eine gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Doch auch wenn die Technik an Bord ausfällt, sind die heutigen Flugzeuge so gebaut, dass die Piloten sie trotzdem noch sicher landen können. 24. August 2001. An Bord des Air Transat Flugs 236 befinden sich 306 Passagiere und die Crew. Mit dem Ziel Portugal gerät der Airbus hoch über dem Atlantik in ernste Schwierigkeiten. Man hätte eine Nadel zu Boden fallen hören können. So still war es in der Passagierkabine. Die Maschine fliegt so leise, weil ihr der Treibstoff ausgegangen ist. Das hochmoderne Düsenflugzeug hat sich in einen sehr schweren Segelflieger verwandelt. Wir haben folgende Fehlfunktionen. Wir haben kein Leitwerk mehr, keine Hydraulik, kein ADR, keine Schubumkehr. Die Bordcomputer, die ein Flugzeug zum Fliegen braucht, sind ausgefallen. Die Maschine befindet sich in einer Höhe von 10 Kilometern ohne ihre wichtigsten Instrumente. Captain Robert Pichet und Co-Pilot Dirk de Jager müssen die Maschine irgendwie wieder sicher zur Erde zurückbringen. Die ersten 4 Stunden des Flugs von Kanada nach Portugal verliefen vollkommen unauffällig. Wir kommen zum nächsten Checkpoint. Über dem Atlantik muss die Crew alle 30 Minuten ihre Position und ihren Treibstoffverbrauch überprüfen. 11,2 Tonnen rechts und 11,2 Tonnen links. Trotz der Computersysteme werden einige Abläufe, wie der Treibstoffverbrauch, immer noch per Hand überprüft. Treibstoffcheck abgeschlossen. Normaler Verbrauch für den bisherigen Flug. Okay. Doch dann durchbricht ein Alarmsignal die Cockpit-Routine. Da. Ein Warnsignal. Niedrige Öltemperatur und hoher Öldruck bei Nummer 2. Das Display zeigt eine niedrige Öltemperatur bei Triebwerk 2. Aber es meldet auch einen hohen Öldruck. Die Anzeige einer niedrigen Öltemperatur ist nichts Besonderes. Weist eigentlich nur auf schlechte Messwerte oder einen schlechten Sensor hin.
Normalerweise nimmt die Öltemperatur nicht ab, sondern zu. Deshalb ist eine niedrige Öltemperaturanzeige nicht bedenklich. Der hohe Öldruck ist dagegen eine ziemlich ungewöhnliche Anzeige. Das kommt sehr selten vor. Ich habe noch nie davon gehört. Die Angaben zum Öl sind so ungewöhnlich, dass die Piloten einen Computerfehler vermuten. Doch der Captain und sein Co-Pilot behalten die Ölstände besser im Auge. 30 Minuten nach dem ersten Alarmsignal ertönt eine weitere Warnung im Cockpit des Airbus. Treibstoffwarnung. Sowas habe ich noch nie zuvor gehört. Geh nach dem E-Cam vor. Ich versuche, die Flugsicherungszentrale zu erreichen. Beim Airbus 330 befindet sich der meiste Treibstoff in riesigen Tanks unter den Tragflächen. Der Computer hat festgestellt, dass sich auf der rechten Seite viel weniger Treibstoff befindet als auf der linken. Das Flughandbuch empfiehlt in diesem Fall, den Treibstoff durch ein Ausgleichsventil umzupumpen. Das Kerosin fließt dann von einem Tank in den anderen. Wenn man einmal mit dem Umpumpen begonnen hat, um das Kraftstoffungleichgewicht auszugleichen, dann sollte sich die Lage recht schnell wieder verbessern. Zumindest sollte sich die Situation nicht verschlimmern. Doch obwohl sich die Crew an die Vorgaben gehalten hat, verschlimmert sich die Lage. Die Treibstoffmenge in den Tanks auf der rechten Seite steigt nicht an. Überprüft die Treibstoffmenge. Sehr niedrig. Warte. Es ist viel weniger, als wir eigentlich haben sollten. Sieht nach einem Leck aus. Überprüf's nochmal. Das System überwacht hunderte Sensoren. Und es ist bekannt, dass banale Kleinigkeiten wie ein bisschen Frost oder Eis, die Sensoren beeinflussen können und zu falschen Anzeigen führen können. Doch die Messungen sind tatsächlich korrekt. Im rechten Triebwerk befindet sich ein Leck. Und Pichet hat den wertvollen Treibstoff genau in diesen leckenden Tank geleitet. Co-Pilot de Jager kann diesen Verdacht nur noch einmal bestätigen. Laut der Pegel liegen alle Tanks auf der rechten Seite weit unter dem Stand, den sie eigentlich haben sollten. In den anderen ist auch kaum noch etwas. Was ist mit dem Trimtank? Das ist auch nichts. Mit jeder Sekunde, die vergeht, tropft durch das Leck im Tank der verbliebene Treibstoff, bis der Tank vollkommen leer sein wird. Wir verlieren Triebwerk 2, das glaube ich einfach nicht. Okay, Triebwerk 1 auf maximalen Schub. Was passiert hier? Versuch, Treibstoff aus den Zentraltanks in den Trimtank zu pumpen. Okay. Treibstoffmenge gleich null. Das kann nicht sein. Wir sitzen doch nicht in diesem verfluchten Flugzeug auf dem Trocknen. Doch die Air Transat-Maschine hat wirklich keinen Treibstoff mehr. Und das mehr als 12.000 Meter über dem Atlantik. Kein Treibstoff bedeutet auch keinen Strom für die Bordsysteme der Maschine. Doch die Maschine hat noch eine letzte Energiequelle. Die Crew benutzt ein Notsystem, das nur sehr selten verwendet wird. Das ist ein Generator. Er befindet sich unterhalb des Rumpfes nahe der Tragfläche. Ein kleiner Propeller, der aus dem Rumpfboden ausgefahren wird und sich im Wind dreht. Und dieser kleine Propeller versorgt die elektrischen und hydraulischen Systeme mit einer winzig kleinen Menge Strom, um das Flugzeug zu steuern. Auch wenn es ein Segelflugzeug ist, so kann man es wenigstens steuern. Beim Start war die Air Transat-Maschine ein hochmodernes Wunderwerk der Technik. Doch jetzt fällt sie vom Himmel. Und die Crew muss darauf hoffen, dass das letzte bisschen Technik ihnen hilft, in einem Stück zu landen. Der Passagiermaschine ist der Treibstoff ausgegangen. Die Air Transat-Maschine ist nur noch ein riesiges Segelflugzeug mit mehr als 300 Menschen an Bord. Die Crew ist von ihrem ursprünglichen Kurs in Richtung Portugal abgewichen. Sie steuert nun einen Militärflughafen auf der winzigen Azoreninsel Terceira an. Ich habe die Flugbegleiter mit Schwimmwesten in der Hand den Gang rauf und runter laufen sehen. Das war ein eindeutiges Alarmzeichen. Was geschieht denn hier? Das schoss mir durch den Kopf. Wenn es Captain Pichet nicht bis zum nächsten Flughafen schafft, bleibt ihm als einzige Alternative der Ozean. Doch das will er nicht riskieren. Flugzeuge sind nicht für eine Landung auf dem Meer konstruiert.
1996 ging einer Boeing 767 vor der Küste Ostafrikas der Treibstoff aus. Ein Amateurvideo hielt ihre letzten Momente fest. Von den 175 Menschen an Bord der Ethiopian Airlines Maschine überlebten nur 50. Ohne die wichtigsten Steuerelemente müssen sich Captain Pichet und Co-Pilot Dirk de Jager mehr denn je aufeinander verlassen können. Der Gedanke, dass einer Passagiermaschine trotz all der Sicherheitsvorkehrungen der Treibstoff ausgeht, ist schwer zu begreifen. Doch die Crew hat es gemeistert. Als Team. Vorflügel eingerastet. Die Form des Flugzeugs verhindert, dass es wie ein Stein vom Himmel fällt. Auch ohne die Triebwerke hat die Maschine durch die Vorwärtsbewegung noch etwas Auftrieb. Auch wenn sie schnell sinkt, so fliegt sie noch. Kannst du mir bitte die Landegeschwindigkeit geben? Keine Triebwerke, keine Bremsklappen. Ideal wären 170 Knoten. Wir sind zu schnell. Ja. Aber die Landebahn ist lang. Doch am Ende der Landebahn befindet sich ein sehr steiles Cliff. Captain Pichet benutzt die Energie aus der Staudruckturbine, um das Flugzeug schnell zu wenden und somit die Geschwindigkeit zu verringern. Die Maschine befand sich fast in einem 45-Grad-Winkel. Ich dachte, sie würde sich einfach überschlagen und dann aufprallen. Die Reifen platzen. Nachdem 8 Reifen geplatzt sind, kommt die Maschine in der Mitte der Landebahn zum Stehen. Alle an Bord überleben. Er hat die Maschine sicher runtergebracht. Und dabei sind nur 8 der 12 Reifen geplatzt. Doch er hat 300 Menschen gerettet. Er hat das Leben von 300 Menschen gerettet. Pichet und de Jager haben ihren Airbus ohne Energie weiter geflogen als je einer zuvor in der Geschichte. Die Nachricht über ihre bemerkenswerte Leistung verbreitete sich in der ganzen Welt. Wir konnten nur an die Sicherheit der Passagiere denken. Das ist unsere Hauptaufgabe. Die andere Aufgabe bestand in einer sicheren Landung. Bei diesem Ereignis hat sich unsere Erfahrung bezahlt gemacht. Die Ermittler finden heraus, dass das Leck im Tank entstanden war, als das rechte Triebwerk ausgetauscht worden war, 5 Tage vor dem Unglück. Wir mussten feststellen, dass beim Austausch der Pumpen ein kleiner Fehler passiert war. Als die Pumpe eingebaut wurde, hätten noch einige Schläuche an die Pumpen angeschlossen werden müssen. Doch das waren sie nicht. Dieser kleine Fehler führte dazu, dass die Hochleistungstechnologie der Maschine ausfiel. Doch die Konstruktion des Flugzeugs ließ den Piloten noch genug Kontrolle, um es vor einer tödlichen Katastrophe zu bewahren. An der Delta Connection Academy in Sanford, Florida, erhält ein weiterer Schüler seine Zulassung. Nach 14 Monaten Ausbildung ist er seinem Ziel ein Stückchen näher gekommen, den großen Passagierflugzeugen. Wir nehmen hier an der Akademie nicht jeden an. Wir wollen motivierte Leute, die eine Leidenschaft fürs Fliegen mitbringen. Es ist eine Ausbildung, deren Abschluss man von tiefstem Herzen schaffen will. Sonst wird es nichts. In den vergangenen 30 Jahren haben Unfälle gezeigt, wie wichtig es ist, dass die Piloten die komplizierte Beziehung zwischen Crew und Computer verstehen. Denn von ihr hängen unzählige Menschenleben ab. Piloten nehmen ihre Verantwortung den Passagieren gegenüber sehr ernst. Wir sind für sie verantwortlich, sobald sie die Maschine betreten, bis sie sie am Ziel wieder verlassen. Und im Notfall ist der Pilot immer der Verantwortliche.
Automatisierte Systeme machen das Fliegen vorhersehbarer und zuverlässiger. Aber Mensch und Maschine müssen richtig zusammenarbeiten, damit Flugzeuge die sichersten Verkehrsmittel bleiben.